Hallo Freunde und willkommen zurück zu Quantum Conundrum. Was soll ich sagen? Ich habe es geschafft, das Teil hier durchzukriegen und das war echt richtig tricky, weil man hier nämlich dafür sorgen muss. Man trägt das Teil erstmal hier vorne so hin und schleppt es dann immer wieder. Oh, das gibt's nicht. Ja, jetzt kann ich es euch halt dann einfach nochmal zeigen. So eine Kacke. So, was wir hier halt durchmachen. Das habe ich mich doch durchs Verquatschen irgendwie selbst erledigt hier. So. Ja. Das ist echt richtig eklig. Ike's become a rather interesting lab assistant, though his indiscriminate appetite is a bit of a hindrance. Und wir tragen das Teil nämlich dann erstmal hier vorne so ungefähr hin. Und dann. Das ist ein bisschen tricky hier, das in die richtige Richtung zu werfen. Damit die Box jetzt nämlich vor den Strahl fällt. Ah, fuck. Ja, also das ist auf jeden Fall das Prinzip, nach dem es funktioniert. Ah, das hat zu lange gedauert jetzt. Man hat hier echt nur ein ganz, ganz kleines Zeitfenster. Und das ist richtig tricky. Das ist richtig widerlich. Ich leg mir das Teil mal hier hin. Ah, zu dicht dran. Das dürfte reichen, ne? Ja. Wouldn't it be great if you could extend the air time of that? Ah, ich glaube, das habe ich jetzt nicht richtig geworfen. Ach, und wenn doch, ist jetzt gerade blöde Stelle. Ah, fuck. Das ist jetzt... Ach, Mensch. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Warum ist denn das Teil hier überhaupt nicht drin? Geht doch. Ich lege das Ding mal hier hin. Vielleicht komme ich da ein kleines bisschen besser ran. Okay. Liegt jetzt genau an der Kante. Wir machen das hier mal ganz geduldig. Das könnte jetzt funktionieren. Nee, doch nicht. Die Box ist an der Seite am Strahl vorbeigefallen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, wo man, in welche Richtung man genau wirft. Damit es halt auch. Scheiße! Oh, ist das widerlich. Das ist so richtig widerlich. Ich hasse ja solchen Timing-Scheiß hier. Wo du halt wirklich sekundengenau timen musst, den ganzen Rotz.
Oh, ich hasse es. Die Frage ist halt auch, wo legt man das Ding am besten hin? War zu dicht dran. Ach. Ich bin am Überlegen, ob ich das hier offscreen mache, um euch nicht die ganze Zeit hier mein Failen zeigen zu müssen. Oder beziehungsweise euch nicht damit zu langweilen, dass ich hier immer wieder das Gleiche versuche. Ah, es ist das blöde Ding schon wieder an der Seite runtergefallen. Ich versuche mal jetzt was ein bisschen anders. Oh nein! Ich sehe das schon kommen, wir schaffen das in dieser Folge nicht. So, jetzt müssen wir abwarten. Widerlich. Genau so habe ich es ja eben auch gemacht, aber... Ja, jetzt habe ich natürlich vergessen, dieses blöde Ding hier hinzulegen. Mann! Freunde, bin ich gerade gefrustet, ey. Ihr glaubt das gar nicht. Versuche mich ein bisschen zusammenzureißen und hier nicht zu fluchen wie ein osteuropäischer Schweinebauer, aber das ist echt schwer hier gerade. Vergesst jedes Mal diese scheiß Couch da wieder hinzulegen. Weil man schafft es definitiv nicht. Ich könnte ja mal was anderes ausprobieren. Oh, ich bin auch ein Intelligenzbolzen. Ja, Freunde. Auf diese Idee, das einfach mal komplett genau andersrum zu machen, bin ich natürlich überhaupt nicht gekommen. Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, auf die Idee. Ich muss gerade so ein bisschen über mich selber lachen. Aber was soll's, wir haben jetzt dann doch noch irgendwie geschafft, hier weiterzukommen. Ah, and here you see stately quadrangle manor as it stands now. I believe that's safe. Wirf langsam. 21.157. So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um, was wir hier überhaupt alles finden. Okay, hier kommt so eine olle Kiste raus. Ist da unten irgendwas? Ah, da ist ein Sammelding. Your mother
teach you not to chew with your mouth open. Liegt hier hinter noch irgendwo was rum, nö. Dup, 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 dup. So, wir müssen also hier durch. You might want to use something other than your thick skull. Ach, Scheiße. Ich sehe schon, was hier zu machen ist. Ich versuche das jetzt einfach mal. Also Prinzip ist klar, ich habe es nur nicht weit genug geworfen. Beziehungsweise ich muss ein bisschen dichter ran. Prinzip ist aber relativ klar und simpel. Eigentlich bloß eine Frage des Timings. So ein bisschen, so das reicht bei dem. Das reicht hier. So. Und jetzt kommen wir gleich auch durch. Ja, also wie gesagt, einige Rätsel, da kommt man relativ schnell drauf, weil die relativ durchsichtig sind, sag ich mal. Aber bei einigen, wenn du da tausendmal um die Ecke denken musst. Oder wenn die vielleicht ein bisschen zu einfach sind. Dann denkst du total kompliziert und denkst, ja, das muss so. What you young folks text to one another. Is English truly that difficult? Und so und so und wenn du hinterher die einfache Lösung findest, möchtest du dich am liebsten in den Teppich einrollen. Mit feiner Eleganz und Agilität. Okay, schauen wir mal. Those bots are programmed not to let any non-organic foreign objects pass. Okay, diese Dinger sind darauf programmiert, alles nicht organische. Oh, I believe there's a heavy IDS battery across the scaffolding there. Die sind darauf programmiert, alles abzuknallen, was nicht organisch ist, sobald es daran vorbei will, wenn ich das richtig übersetzt habe gerade. Ich guck erstmal hier so ein bisschen. So, alles nicht organische wird von denen zerstört. So, hier oben muss ich das Teil hinbringen, damit ich hier dieses Dingens kriege. Ich springe jetzt hier einfach runter. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzurennen. Okay. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ich gehe mal davon aus, dass ich das hier mit, dass ich das so machen muss, dass ich das Teil hier irgendwo hinschmeiße. Weil eine andere Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Oh, I believe there's a heavy IDS battery across the scaffolding there. Ah, okay, aber ich denke mal, die Idee ist schon die richtige. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das die richtige Idee ist. Weil was anderes bleibt eigentlich gar nicht übrig an Möglichkeiten. Damit ich mit den Dingern hier nicht dran vorbeirennen muss. Ist halt jetzt aber auch immer eine Frage des Timings.
Ah, nicht hoch genug geworfen, scheiße. Das Teil musst du ja hier richtig hochschmeißen. Da muss es hin. Ah, nee. Ja, das habe ich gerade gehört. Ich habe das Teil an die Decke geschmissen. Ach. Ich kann ja auch erstmal testen, wie weit ich werfen muss. Okay, so funktioniert's. Ah, das war glaube ich nicht weit genug, oder? Aber vielleicht kriege ich das Ding ja auch so darüber geworfen, dass ich gar nicht... Na, ich mach's lieber so. Das Auffangen zu timen, das denke ich mal, es wird auch das größte Problem werden. Ah, geschafft. So. Und du musst ja... Ich lege das Teil hier einmal kurz ab. Und gehe mal den Weg hier so ein bisschen ab, dass ich sehe, wo ich das Teil am besten jetzt hinschmeiße. Hier wäre ganz gut. Ist eine sehr, ist aber ein bisschen weit, oder? Ich meine, ich kann natürlich auch versuchen, das hier rüber zu schmeißen. Und dann von hier aus nach da. Ja, das dürfte gehen. Let's try it. Schnell, schnell, schnell. Ich hab's. Sehr schön. Ein Glück kann man direkt zwischen diesen einzelnen Fähigkeiten wechseln und muss nicht erst eine deaktivieren, um die nächste aktivieren zu können. Das wäre nämlich richtig kacke. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Ah, doch. Boah, war aber knapp. So, mit dem Teil. Ist das jetzt hier eigentlich... Ah, es ist jetzt hiermit genau das Gleiche. So ein Scheiß. Aber ich warte mal, hier kann ich es mir, glaube ich, ein bisschen vereinfachen. Ich werfe das Teil mal dahin. Gut, da bleibt es nämlich auch liegen. So, gut, jetzt haben wir uns fast schon eine komplette Folge wieder mit einem Raum aufgehalten, aber der Raum hat mir irgendwie gefallen. Der war tricky, aber jetzt nicht irgendwie großartig schwer. Den machen wir noch schnell zu Ende. Liebe Freunde. Okay, das hat gepasst. So. Jetzt können wir nämlich
Ich gehe mal davon aus, hier hinten weitermachen. Genau. Da können wir jetzt nämlich die hier schwer machen. Erstmal kurz einen Blick drauf werfen, wie das hier ausschaut. That completely changes the laws of quantum mechanics. But apparently, I cannot stream a movie to where I am right now, in spite of the multitude of cell phones. Gut, dann machen wir jetzt hier den Cut. Zeit ist auch ganz gut. Haben jetzt nicht ewig lange gebraucht. Und wenn ich jetzt mal eine Fernbedienung finde, okay, da haben wir sie. So, wo war ich? Achso, wir machen in der nächsten Folge natürlich weiter. Und ihr merkt schon, es wird langsam richtig knackig. Das wird langsam echt auch. Brainfuck, nenne ich es mal. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Reinschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und auch euch in den Kommentaren austoben, teilen, liken, was das Zeug hält. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.